Hallihallo, liebe Leute, und willkommen zu einer kleinen Folge Taming IO mit Orange Buckranuel und dem offenbar gehenden Klumpi. Bewertet sehr gerne das Video und schaut auch in die Beschreibung, da findet ihr tolle Weihnachtsgeschenke. Wow! Obwohl, nee. Wow! Nochmal zurück. Ich kenne das Spiel nicht. Das wurde mir gerade einfach nur unter einem Sliver-IO-Video empfohlen. Und ich habe aktuell nur einen Account registriert. Habe einmal hier mein Pet geswitcht, es Klumpi genannt. Und man sieht auch schon, ich hatte hier die Wahl zwischen einem Wolf, einem Hasen und einem Bären, die auch unterschiedliche Statuswerte haben. Aber egal. Wieder drehen und rein da. Oh, Klumpi, hallo. Oh, ich fühle mich ein bisschen erschlagen. Ich kann mich bewegen. Ja, okay. Ich weiß nur, dass man irgendwie leveln kann. Oh. Was bringt das? Das dauert ja Jahre. Ja, warte mal. Ich gehe mal auf den kleineren Stein. Oh, er hilft mir. Oh, ist das süß. Und das ist doch gar nicht der Bär. Ich dachte, ich hätte den Bären ausgewählt. Egal. Hauptsache hat den Namen. Mehr will ich gar nicht. Kannst du vielleicht auch mal angreifen oder irgendwas machen? Nicht? Na gut. Dann hau ich das mal kurz eine Stunde kaputt. Oh. Select your next item. Ah. Stone Axe. Give a wood faster. Stone Spear, Stone Sword wie ein Schwert, ein Hammer. Strong against buildings. Give a resources faster. Ja, okay, das hätte ich gerne. Oh ja, viel, viel schneller. Oh, ist das schön. Unten steht mein Alter. Und jetzt habe ich... Ist das einfach mein Level? Yo, das ist einfach mein Level. Level 2. Ja, ich weiß nicht, was das hier alles bedeutet. Aber wir werden das schon gemeinsam herausfinden. Cookie. 12 mehr Gesundheit. Oder Steinwand. Stronger walls to protect your base. Ah, ich habe eine Base. Ja, und ich sehe auch unten links irgendwie eine Karte, wo oben rechts irgendwo auf mich wartet. Ja, gut. Ich, nehme da mal die Wand. Und holen mal eben Level. Ich brauche einen Stein, bitte. Da ist er auch schon. Ach du Heilige, was ist das denn? Oh, so ein Turm, der irgendwie Holzturm der Leute anschießt. Eine Windmühle. Generiert Gold schneller. Was ist das denn? Eisturm. Elektrischer Turm. Ich weiß nicht. Ja, ich nehme mal die Windmühle. Dann generiere ich Gold. Wo ist denn Gold? Ah, unten rechts. Okay. Moment, ich baue das hier mal eben ab und dann gucke ich nochmal, ne? Ich gehe mal nach oben rechts. Ist das da meine Base vielleicht? Oh, hallo. Oh, das sind Gegner bestimmt. Oder kann ich jetzt entscheiden, wo meine Base sein soll? A door for you and your teammate. Ja, okay. Warte, dann gehe ich mal nach oben links in die Ecke. Ja, da habe ich dann weniger... LOL, Hilfe! Spielraum. Na, lauf doch, Klumpi, du Stück Dreck. Oh nein, euch helft ihr, mein Freund. Nee. Oh Mann, sind die stark. Ist das nur einer oder ist nur einer? Ja komm, wir treten den einfach kaputt. Der kann doch nichts. Ja doch, der kann einiges und das tut ganz schön weh. Bitte einmal... Hilfe, nein. Wie kann ich das denn hier essen? Hilfe. Klumpi, lebst du noch? Oh nee. Ich will einfach nur in die Ecke. Ich glaube, er ist tot, ne? Kann das sein? Was spiele ich hier? Okay, Stone Windmill generates Gold faster. Ich stelle die mal hier hin, ne? Ah. Ja, generiere ich überhaupt Gold? Oh, hallo. Hey, du lebst ja. Du kleiner süßer Abfalleimer. Oh nee, ach komm. Greifst du mir jetzt ernsthaft an? Nee. Doch, tut er. Frieden, Frieden, Frieden. Warum bist du so stark? Oh nein, Hilfe, Frieden, Klumpi, mach doch was. Papi wird attackiert. Oh nee, Stonewall. Stone, ich hab ne Wand, ich hab ne Wand. Ich bin tot. Your score 20. Player Skill 0. Golden Apples Pick 0. Zeit gespielt 4 Minuten. Continue? Play? Hä? Jetzt habe ich ja wieder gar nichts. Okay. Ach so, das muss ich auch erstmal craften. Ah, oh nee, was ist das denn für eine Geburt? Okay, ja gut, ich hinter... Ah, da ist Gold, ah, so kriegt man Gold. Okay, ja, ich versteh's. Kurz mal ein bisschen sniffen.
Boah! Ui! Ui, 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 ui! Okay. Ui, am Level! Ja, dann nehme ich natürlich den Hammer wieder. Dankeschön. Klumpi, mach doch was. Hier. Warte, was ist denn das für Symbol? Warum steht da nichts? Feuer. Zeig. Hier, da. Ah, du kleiner Mülleimer, du. Greifst du jetzt an? Hier, Angriff. Da. Machst du? Kannst du bitte machen? Da. Hä? Ah, das war seine Special Ability. Okay. Oh ja, Level up. Gut, dann gehe ich mal cast Fire Spell at Enemies, ja, okay. Ach, das ist einfach nur eine Art Rezept. Ach so, dafür brauche ich noch Holz und 20 Gold, dass ich das überhaupt machen kann. Ich sammle gerade Gold, da, ja, unten rechts sieht man es. Ja, sehr schön, lecker Schmecker. Gut, dann brauche ich jetzt bitte Holz. Da ist Holz. Oh, das sind Vögel, nee, das mag ich nicht, aber ich hol's trotzdem. 18 Holz. Das reicht nicht. Das ist nicht gut. Hier ist immer Holz. 36 Holz. Auch nicht gut. Ah ja, das sieht schon besser aus. Grumpy, komm mal her, du kleiner Mülleimer. Hä? Was war das denn für ein Szeneriewechsel? Wo bin ich denn jetzt? Hä? Oh, Level up. Warte, ich muss gerade mal ganz kurz hier machen, ne? Ganz kurz nur. Dankeschön. Woodbow. Also ein Bogen. So ein Schraubschlüssel zum Reparieren von einer Wand oder sowas. Und ein Steinschild. Ich hätte gerne einen Bogen. Oh ja, ich bekomme Holz. Und da sind irgendwelche Kackwölfe. Nein, ihr lasst mich. Und ihr lasst auch mein Haustier. Komm mal her, Klumpi, komm mal her. Was machst du da? Oh, er will zu mir. Ja, mach das kaputt, feiner Junge. So, ich mache jetzt hier... einfach mal einen Feuerturm hin. Hui. Ja, jetzt fehlt mir wieder Holz. Ich helfe dir, du Süßer. Select your next item. What? Ich kann einen Sattel skillen, damit ich irgendwie ein Boss-Pet reiten kann. Dann das zweite. Da kann ich irgendwie Äpfel gegen Pets ballern, um die dann zu zähmen. Und ein Slingshot. Da kann ich Steine gegen Viecher klatschen und die dann auch damit zähmen. Okay. Nee, ich will reiten. Hallo, Klumpi, darf ich? Komm. Ja, fein. Ja, komm. Ja, fein. Hallo. Oh, komm. Boss-Pet. Was soll das denn bedeuten? Was denn Boss-Pet? Oh, Mann, ey. Immer diese Anfangsphase, wo man keine Ahnung hat von einem Spiel. Ich hasse es. Ich krieg auch keine Erfahrung. Erst wenn er stirbt? Vielleicht? Ja, okay, hat sich gelohnt. Dafür bringe ich gerne Tiere um. Und Level 6. Oh, darauf habe ich gewartet. Golden Pickaxe oder Golden Hammer. Stronger but slower. Ja, okay, dann nehme ich das. Oh, ich hab's direkt. Cool. Ja, sieht jetzt nicht so stark aus. Ich doch vielleicht den Hammer nehmen sollen, keine Ahnung. Viecher, die schlafen. Na, ich lass euch mal ruhen. Und farm erstmal weitere Gegenstände. Oh, was habe ich denn jetzt bekommen? Ein Croissant, ein Sandwich oder ein Steak, wie Mama sagen würde. Ich hole einfach ein Croissant. Okay, was kann ich denn noch so craften? Generiert Gold. Ja. Davon kann man 5 Stück stellen. Dann mache ich das doch. Ja, dafür brauche ich nur ein bisschen mehr Holz. Das hier ist doch auch Holz, ne? Ja. Cool. Oh, was ist das jetzt? Boost Pad. Ah, ich laufe dann einfach schneller. Heal when you step on it. What? Nice, ein Heilfeld. Alter. Was kann man denn hier alles machen? Und noch ein Level. Stone Fire Tower. Hä? Nochmal? Ich kann sogar nur einen hinstellen. Okay. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was das sollte. Aber ist auch egal. Machen wir weiter hier mit den Windmühlen, ne? So, nur ein und dann, oh, kann ich keinen mehr. Habe ich scheinbar schon 5. Das ist natürlich schade. Und ich generiere Gold. Ja. Ich mache gar nichts und krieg Gold. Hier, guckt's euch an. 609 auf 614, ja. Ui, ein Gewehr. Und ein goldener Bogen. Und ein Crossbow. Weak against animal. Wahrscheinlich gegen Spieler dann, oder was? Ja, ich nehme mal die Muskete.
Achso, ich hab sie direkt. Oh. Ja, gut, was mache ich damit jetzt? Ich guck mal, dass ich irgendwie damit erschieße, ne? Vorher würde ich aber gerne noch dieses Heal Pad bauen. Das mache ich mal direkt hier neben dem Angriffstower. Dass ich dann hier drauf gehe und geheilt werde. Und Spike. Da könnte man die Gegner auch reinlocken. Ja. Okay, mach ich mal, ne? Stell ich mal ein Bein und freue mich. Das ist ja sehr, sehr toll dann, ne? Wenn die da gegenlaufen. Also das ist ja auch sehr gut gebaut übrigens von hier. Überhaupt nicht nervig oder so. Das auch direkt hier neben dem Zeug zu haben, was die dann wahrscheinlich zerstören werden. Aber ist ja egal. Ich baue mal hier vielleicht eine Wand hin. Okay. Das kann man aber sehr komisch platzieren. Egal, ich provoziere mal irgendwen. Der da zum Beispiel. Hallo. Bist du ein, greifst du mir? Ja, du greifst mir an. Okay, alles klar. Nicht mit mir. Du lässt mich leben. Ich will leben. Leben. Nein. Gruppi, greif den an. Ja, Feuerball daneben. Perfekt. So, Feuerturm, rette mich. Rette mich jetzt. Feuerturm. Stück Dreck. Oh ja, er brennt. So ein Trottel. Gruppi, greif den an. Greif den an. Du machst das. Wir beide machen das. Oh ja, sehr, sehr schön. Oh, den werde ich so schön zerbersten. Der kann ja nix. Feuerball. Los, Grumpy. Angriff hier auf den Doofen. Oh ja, er macht was. Ist ja unfassbar. Ich bin cool. Oh nein. Bitte. Ja, ja, greif den an. Greif den an. Hier schön ins Feuer locken. Und zack, da ist er tot. Das hat mir scheinbar überhaupt gar nichts gebracht. Aber es war sehr actionreich. Wow. Kann ich das bitte essen? Grumpy, willst du das essen? Darf ich das nicht essen? Habe ich überhaupt Schaden bekommen? Wo ist überhaupt meine Gesundheitsanzeige? Ich raff das Menü nicht, ne? Und was ist da denn? Mount your nearest boss pet. Hallo? Würde ich gerne reiten. Hallo, ey! Junge! Lass doch! Ich dachte, wir fangen eine Freundschaft an. Bitte. Ja, ja, oh ja. Oh ja, komm bitte, lauf da rein, du Troll. Komm noch. Jetzt ist er weggerannt. Oh, da ist er ja, der Freund. Ja, okay. Du willst also doch sterben. Ja, das nehme ich hin. Das nehme ich hin. Nee, du lässt mich jetzt auch mal hier in Ruhe, ne? Du kleiner Mülleimer. Hier, schieß doch. Danke. Klumpi, Papi braucht Hilfe. Genau, feiner Junge. Feiner Junge. Sehr schön machst du das. Sehr stolz bin ich. Sehr stolz. Mein ganzer Stolz bist du. Gut, das war's. Er ist tot. Mehr will ich gar nicht. Ui. Ruby Pickaxe. Oh ja. Das klingt ja so stark. Trotzdem mache ich einfach keinen Schaden an diesen doofen Stein. Egal. Ich süßer Glatzkopf. Und ich bin Zweiter im Ranking. Ich habe 943 Punkte, was auch immer das bedeutet. Und Platz 1 hat 86.000. Was ein Suchti. Aber im Endeffekt heißt das doch auch, ich könnte vielleicht den einen oder anderen Typen töten, oder nicht? Wahrscheinlich schon. Was genau befindet sich denn da rechts? Hier schon mal eine Kiste und ein kleines süßes Vieh. Oh, das kann ich zähmen? Oh! Oh, hat nicht geklappt. Oh nee, jetzt wacht er auf, oder was? Oh nee, oh Mann, das... Wir hätten Freunde werden können. Aber du willst halt sterben, ist okay. Hier, guck mal, was ich da habe. Na, wie schmeckt dir das? Ha? What? Er ist größer geworden. Und ich habe eine Waffe bekommen. Ah, kann ich jetzt reiten? Bitte, bitte. Komm, hallo, hier hin. Komm drauf. Komm, ich will. Mount your nearest boss pet. Du siehst so aus wie ein Boss jetzt. Oh, ich verstehe das nicht. Okay, schaut mal, ich kann mir einen tollen blauen Hut kaufen. Aber der hat gar keinen Effekt. Aber es gibt welche mit Effekt. Ui. Ja, aber das ist halt auch dementsprechend teuer. Hier, da wäre die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich Viecher zähmen kann. Oder dass ich mehr Steine bekomme. Ja, ist schon echt cool. Wir müssen noch ein bisschen mehr farmen. Ja gut, Leute. Ich habe da gerade einmal kurz die Seite aktualisiert und dadurch hat sich alles resettet. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann bewertet auf jeden Fall das Video. Bis Daniel, euer leckerer Spackranuel. Tschüssi. Bis dann.